Hallo, ich bin Thomas von getlifeback.com. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr einen stark entzündungshemmenden Tee zubereiten könnt. Der Vorteil dieses Tees ist, dass er aus Naturstoffen besteht, das heißt, dass er kaum Nebenwirkungen hat und er ist kostengünstig im Vergleich zu einer Chemotherapie, ist dieser Tee 10.000 Mal stärker. Dazu gibt es Studien und wenn euch das wirklich interessiert, dann besucht meinen Blog auf getlifeback.com, um mehr darüber zu erfahren. Okay, das ist der gute Tee, wie er fertig aussieht. Der Tee schmeckt hervorragend. Es ist nicht so, dass er jetzt unangenehm schmecken würde. Ich zeige euch mal die Hauptinhaltsstoffe. Wir haben zum einen diese Kurkuma-Wurzel, ich gebe ungefähr diese Menge in den Tee rein. Ich schneide das aber vorher in Scheiben. Dann habe ich hier Ingwer. Auch hier nehme ich ungefähr so viel und schneide das natürlich auch in Scheiben. Und hier haben wir schwarzen Pfeffer. Und warum schwarzer Pfeffer? Es gibt Menschen, die nehmen die Wirkstoffe von Kurkuma und Ingwer nicht auf, das heißt, ihre Leber absorbiert die Wirkstoffe. Und um das zu umgehen, müssen wir schwarzen Pfeffer hinzufügen. Dann ist der Körper willig, mehr oder weniger diese Wirkstoffe aufzunehmen. Das heißt, das sind die drei Hauptbestandteile, die immer rein müssen. Ihr müsst da nicht unbedingt viel Pfeffer reingeben, einfach ein bisschen. Damit mir persönlich der Tee etwas besser schmeckt, gebe ich ganz gerne Orangensaft rein, ein paar Scheiben vom Apfel und gebe auch ganz gerne Zimt hinzu. Ich möchte euch auch darauf hinweisen, dass ich diese Zusatzstoffe ganz gerne in einem Bioladen kaufe, damit ich nicht unnötig meinen Körper mit Pestiziden vollstopfe. Ihr könnt auch für die Süße noch etwas Honig hinzugeben, wenn ihr habt. Ja, wenn ihr diese Zutaten in eine Kanne gegeben habt, füllt ungefähr einen halben Liter bis zu einem Liter kochendes Wasser hinein, damit das Ganze gut aufbrüht und lasst es für ungefähr 10 Minuten ziehen und dann könnt ihr euch den Tee gut schmecken lassen. Wie gesagt, ich werde die Links zu Studien über Kurkuma und Ingwer auf meinem Blog teilen. Wenn euch das interessiert, meldet euch an zu meinem Newsletter und werdet Fans auf meiner Facebook-Seite. Ich freue mich und lasst es euch schmecken. Ciao!